Freunde, ich hab da was für euch. Und zwar schnappen wir uns das LG G-Flex 2 und schauen mal, wie robust und haltbar das gute Stück ist. Die Besonderheit des G-Flex 2 ist einfach mal der Vollständigkeit halber das gebogene Gehäuse, der gebogene Akku und natürlich das gebogene Display. Ich zeige euch noch ganz kurz, dass es auch wirklich das G-Flex 2 und nicht sein Vorgänger ist. Ihr solltet das ja am Design erkennen. Gut, schupfen wir das Ding mal auf den Bauch und drücken es mit ordentlich Power platt. Es gibt beim ersten Mal ein ordentliches Knacksen, wenn man es dann aber ein paar Mal platt gedrückt hat, legt sich das wieder. Was wir hier sonst noch sehen, ist, dass es wirklich kein Problem gibt. Hier geht nichts kaputt, weder Gehäuse noch Display und hier könnt ihr es auch nach wie vor ganz normal bedienen, alles funktioniert. Trotzdem würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr das ständig macht, denn wenn es dann doch irgendwann mal kaputt gehen sollte, hat sich der Spaß echt nicht gelohnt. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Thank you.